Der Mandalorianer in der Beskar-Rüstung ist in der Trupp-Arena und auch in der Grand Arena so gut wie sinnlos. Weil er einfach ein verdammt schlechter Charakter ist, im Verhältnis gesehen zu den anderen mit der Heldenreise. Aber, und jetzt kommt's ganz große Aber, in der Schiffsarena ist er das Nonplusultra, also das mit Nonplusultra, denn mit dem Großkampfschiff vom Admiral Pier, der Executor, ist er halt nun mal extrem wichtig. Und deswegen spielen wir ihn heute in seine Heldenreise, und zwar in diesen letzten beiden Events. Ich heiße herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes mit einem weiteren Tutorial-Video, nämlich es geht darum, dass die Reise abgeschlossen wird mit wie, was und warum, und zwar vom Mandalorianer der Beskar-Rüstung, und zwar aufgrund dessen, weil er ja natürlich sehr wichtig ist, und zwar in der Schiffsarena mit der Executor. Deswegen ist er sowas von extrem wichtig, weil er in diesem Fall mit die Meta anspürt, weil sein Schiff ist halt nun mal sehr, sehr stark mit der Executor zusammen. Deswegen ist es wichtig, dass man ihn sich freischaltet, weil man möchte auch irgendwann auch die Executor besitzen. Und deswegen möchte ich das mit euch heute gemeinsam abspielen, und zwar wie ihr es immer wieder zu 100% schaffen könnt, ohne dass ihr euch großartig überlegen müsst. Natürlich, ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt, dass man ihn mit, vor allem mit dem Mandalorianer, in einer niedrigeren Ausrüstungsstufe spielen kann. Man kann alles mit einer niedrigeren spielen kann. Aber man braucht Top-Mods und man braucht eventuell Zeta und viel Zeit und Glück. Das sind immer so diese vier Faktoren. Ich bin eher derjenige, der gerade bei sowas auf Nummer sicher geht, wo er weiß, in dieser Stufe klappt das immer wieder. Deswegen mache ich das diese Tutorials-Video genau so, dass ich sage, macht es so, dann wird es auch zu 100% funktionieren. Deswegen gibt es zum Beispiel auch noch kein Video mit den Ewoks zum Beispiel. Ist nur ein Beispiel, weil es da eben keine Garantie gibt, dass das funktioniert, wenn man nicht eine gewisse, zum Beispiel, wenn man es ja nicht teilweise manche auf Relikte hochgezogen hat. Dann funktioniert es immer. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber solange das nicht der Fall ist, ist es schwierig. Oder man braucht natürlich Top-Mods. Oder deswegen, von mir bekommt es immer nur Videos, wenn ich weiß, also Tutorials-Video, dass es genau so funktioniert und macht es genau so und es wird immer klappen. Und deswegen. Und bei mir sind auch nicht die Top-Mods drauf, sondern da sind nur vernünftige Mods drauf. Also, als erstes wollen wir natürlich mit den Rang 5 spielen, der natürlich auch wichtig ist. Dazu schauen wir uns an Quill mal genauer an. Also, der ist auf Ausrüstungsstufe 9 und ich empfehle auch 9 in diesem Fall. Zeta ist nicht wichtig. Mods, Tempo, habe ich jetzt Tempo und Geschwindigkeit. Von den Werten her ist er bei nicht so schnell 230 mit 86. Ich muss dazu sagen, dass das langt normalerweise, aber dass, wenn man das Pech hat, kann es passieren, dass es trotzdem nicht ganz funktioniert. Aber mit 9 ohne Zeta klappt das eigentlich sehr, sehr gut. Das Zeta ist natürlich nur wichtig, wenn er im Team spielt. Also in diesem Fall nützt es nichts. Ich könnte ihm natürlich jetzt hier noch das hier geben, aber das braucht er normalerweise nicht. Deswegen spielen wir jetzt dieses Event durch und worauf ihr darauf achten müsst. Also, weil man kann da auch komplett auf die Nauze fallen. Also, das Event ist gewonnen, wenn ihr die 50 runtergechillt habt auf 0. Verursacht Quill einen Debuff, wird die Abklingzeit dieser Fähigkeit um 1 verkürzt und er muss sich am Ende opfern und dann ist dieses gewonnen. Das heißt, ihr müsst ihn am Leben halten. Das heißt, diese Fähigkeiten hier, da haben wir hier, reagieren 20%, wenn Gegner mit Schock belegt wird. Solange IG-11, das ist uninteressant,
Also, das am Anfang ist es wichtig, dass ihr diese beiden Fähigkeiten nutzt. Diese Fähigkeit, diese Heilfähigkeit, nur ganz zum Schluss. Also, als erstes, und zwar immer denjenigen, versucht es immer denjenigen zu schocken, der die meiste Zugleiste hat. So, genau. Jetzt hat der größere Zugleiste, wir wechseln. Ihr könnt gegen die Gegner nicht gewinnen. Es geht darum, die Fähigkeiten runterzumachen. Und ihr habt es gesehen, 4 Stück ist weg. Dann wechseln wir. Ein weiteres drauf, 44. Dann, der hat die meiste Zugleiste. Zack, betäuben. 39. Dann hat der die meiste Zugleiste. Zack, draufballern. Jetzt kommt ein Gegenangriff. Passt. So, hier Zugleiste, Feuer. Jetzt ist er nicht betäubt. Wir haben 35. Der Zugleiste, zack, drauf. Genau. Ah ja, hier die Fähigkeit, fügt dem anvisierten Gegner Spezial zu und belegt ihn 3 Runden lang mit Verbrennung. Das ist alles mit Buffs. Und hier natürlich die Fähigkeit, fügt dem anvisierten Gegner Spezialschaden zu, betäubt ihn 1 Runde lang und belegt ihn 3 Runden lang mit Schock und Temposenkung. Also alles Debuffs. Also diese beiden. So. Und diese Fähigkeit hier erst nutzen, wenn er Gesundheit und Schutz ziemlich weit runter gerockt ist, dann diese Fähigkeit verwenden. Also, Schock auf ihn, nicht betäubt, der ist nicht betäubt. So, jetzt muss ich heilen. Genau, Gesundheit und Schutz wieder regeneriert. Dann 3 Runden muss ich warten und dann bekommt er den Buff. Druiden der hellen Seiten, Schurken erhalten Boni, Druiden bla bla bla, das funktioniert nicht. Also, der hat mehrere Zugleiste, also versuche den zu betäuben. Klappt wieder nicht. Jetzt haben wir nur noch 27 und das Problem ist, Schutz ist, Gesundheit ist ziemlich runter. Kriegt einen weiteren Buff. Dann versuchen wir den jetzt nochmal zu betäuben. Genau, dann heilen wir uns wieder. Und den betäuben wir. Klappt nicht. So, jetzt haben wir 19. Verbrennen. Den betäuben wir. Beheilen. So, jetzt haben wir 14. Den schauen wir, dass wir wieder betäuben. Genau. Das war jetzt wichtig, dass der nicht drankommt. Deswegen ist es auch notwendig, immer auf die Zugleiste hier zu schauen. So. Der wird jetzt drankommen. Dann kriegt der betäubt. Sehr gut. Dann heilen wir uns wieder hoch. Und jetzt haben wir nur noch 3 Runden. Und wenn ihr so diese Bewegung macht, jetzt habt ihr diese Mission geschafft. Es ist freigeschalten. Versucht ihn auch, also wie gesagt, Stufe 9, also Stufe 8 könnte knapp werden. Aber Stufe 9 mit diesen beiden klappt das eigentlich sehr, sehr gut. Und ihr seht, es klappt wirklich. Und ich habe das jetzt insgesamt 10-mal durchgespielt. Und bis jetzt hat es noch. Es ist ein einziges Mal, hat es nicht funktioniert. Und da muss ich aber dazu sagen, hat er eine Mod weniger gehabt. Also, ihr seht, kein allzu großes Tempo, nur 230, 86 mit dazu. Also nichts weiter dramatisch. Tempo und Schutz mehr, das langt, wie gesagt. So, kommen wir jetzt zum Abschluss. Das ist ja für immer die Krönung. Und gehen wir mal die ganzen Charaktere durch. Also, wir brauchen Cara Dune, IG-86, Grief Karga und der Mandalorianer. So, der Mandalorianer sieht ein bisschen aus und hat modifizierten Namen. Seine Spezialfähigkeit wurde der Macht ist maximiert und zu Beginn des Kampfes nicht deaktiviert. Grief Kargas Spezialfähigkeiten werden für diesen Kampf angepasst. Dieser Charakter ist nicht sammelbar und in keinen anderen Events und Spielmodi verwendet werden kann. Also, aber er übernimmt natürlich das hier, ist diese Werte, die er da hat, und deswegen schauen wir uns mal die einzelnen an. Also, ich habe ihn auf Gearstufe 11 gebracht. Warum? Weil es einfach langt. Das ist dann wirklich etwas, wo man sicher sein kann. Ich habe ihn mit Stufe 10 probiert, hat nicht geklappt. Erst mit Stufe 11 und dem Seta klappt das immer.
Endlich, das seht ihr. Hier, Anführerfähigkeit, da. Mit dem plus 15 Angriff und Gesundheitsentzug klappt das relativ gut. Und von den Werten her, ich habe ihn auf 236 Tempo, Gesundheitsschutz, kritischer Schaden und Schaden 2700. Und hier, warum ist das wichtig, die Werte? Und zwar, er übernimmt, der Mandalorianer im Spiel. Er schaut zwar wie der Beskar-Mando aus, aber er nimmt die Werte von diesem Mandalorianer. Und deswegen ist das so wichtig, dass die Werte hier passen. Mit diesen hier klappt das eigentlich relativ gut. Also es gibt da keine großen Schwierigkeiten. Deswegen ist das notwendig. Ich habe ihm aber auch der Seta verpasst. Allein zwecks, damit er auch eine größere Stärke noch mit reinbringt. Und weil er die Anführerfähigkeit. Wie gesagt, er übernimmt die Werte. Dann haben wir IG-11. Hat außerdem Stufe 9. Ich habe ihm deswegen auch die Stufe 9 gegeben, weil er halt viel aushalten muss. Und Stufe 8 war mir da zu wenig. Stufe 9 ist da besser, weil er wirklich der ist derjenige, der dafür sorgt, dass das Team am Leben bleibt. Von den Werten her habe ich ihm auch ein schönes Tempo gegeben mit 232. Gesundheit und Schutz habe ich natürlich auch, klar. Aber diese drei Werte, dass die da so einigermaßen passen. Aber ein Tempo von, der sollte auch relativ schnell sein, damit er seine Synergien und Heilfähigkeiten so oft wie möglich einsetzen kann. Das habe ich ihm jetzt nicht verpasst. Und hier habe ich ihm auch nicht verpasst. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht höher gebracht, aber alle anderen Gear-Materialien waren notwendig. So, jetzt kommt Grief Karga. Den habe ich auf Stufe 8 gelassen und ich habe ihm sogar zwei Mods geklaut. Oh mein Gott. Folgende Werte. 292er Tempo, Gesundheit und Schutz. Und ich habe ihn, auch damit er so oft wie möglich drankommt, ein Gesundheits- und ein Tempo-Mod-Set verpasst. Weil es ist, weil er sollte so oft wie möglich auch diese Fähigkeit entfernt alle Buffs des Gegners, die Effekt kann ausgewählt werden. Anschließend werden alle anderen Kopfgeldjäger Unterstützung gerufen. Verbündete mit aktiven Prämien verursachen 30% mehr Schaden, wird der Gegner durch diese Fähigkeit besiegt, wenn sich 3 und lang die Angriffe geht. Damit er so oft wie möglich auch drankommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und zum Schluss haben wir natürlich den Tank des Teams. Nämlich die gute Cara Dune, außerdem Stufe 8, langt für sie. Seta habe ich ihr nicht verpasst. Das ist aber auch nicht notwendig. Und natürlich war für einen Tank üblich ein Gesundheitsset. Und ihr seht, Tempo 185. Ansonsten langt für sie eigentlich auch. Und mit IG-11 funktioniert das eigentlich recht gut. So, also legen wir los. Kommen wir mal zu einer kurzen Unterbrechung. Es tut mir leid, normalerweise wäre ich jetzt mit dem Kampf fortgeschritten. Aber warum ich jetzt hier an dieser Stelle eine Unterbrechung mache, war, die ich möchte gleich von vornherein darauf hinweisen, dass die Kämpfe, die ich jetzt dann zeige, immer funktionieren. Also nicht die, die ihr jetzt seht, weil die habe ich gemacht mit einem anderen Team. Weil ich habe ja in dem Video, im Let's Play, wo ich die Heldenreise des Mandalorianers freigeschalten habe, habe ich natürlich ein anderes Team benutzt. Ein wesentlich geringeres Gear als in dem Team, was ihr gerade in dem Video gesehen habt. Ich habe natürlich dann es beim ersten Mal in dem Video geschafft. Und da habe ich mir gedacht, ey, was soll das? Warum funktioniert das jetzt hier sofort? Aber, wenn ich danach jetzt nochmal getestet habe, funktioniert es überhaupt nicht. Und das liegt einzig und allein wirklich daran, dass es im Video wirklich mit einem Glücksfaktor gut hinterlegt war. Ein wunderschönes das ANG war da auf meiner Seite. Das funktioniert natürlich auch. Du kannst ihm extrem gute Mods verpassen. Ich werde das am Ende nochmal genau erklären. Aber damit ihr ja schon mal am Anfang wisst, worauf ich hinaus will. Die Videos, die ich mache, und wie gesagt, das habe ich schon einmal, mehr als einmal gesagt, wenn ich so ein Tutorial mache,
dann wisst ihr, mit dieser Gearstufe schafft ihr das immer. Ohne, dass ihr jetzt Top-Mods braucht. Deswegen habe ich manche von denen, habe ich manche Videos noch gar nicht gemacht. Es geht darum, dass man es immer schafft. Und wenn man da eine gewisse ANG aushebeln will, muss man die Gearstufe erhöhen. Das sind die ganzen Gründe, warum ich das jetzt hier noch gemacht habe und einen Zusatz mit reingefügt habe. Ich weiß, das ist etwas widersprüchlich und ein bisschen, ja, kurios, aber es ist notwendig. Also bitte nicht falsch verstehen. Also, ich werde jetzt noch ein paar Kämpfe durchlaufen lassen. Ich werde jetzt noch einmal ein paar Kämpfe durchlaufen lassen, damit ihr seht, mit dem, was ich im Let's Play, die Stufe, die ich gemacht habe, trotz Setas, die ich verpasst habe, langt immer noch nicht, es jedes Mal zu schaffen. Ich wiederhole es nochmal. Jedes Mal. Aber die Gearstufe, die ich dann erhöht habe, auf der, wie ich es gehabt habe, mit dem, so ist, funktioniert's im nochmal in dem anderen Video. Also, nicht falsch verstehen. So, und jetzt seht ihr noch die restlichen Kämpfe durchlaufen. Und da gibt es noch einen Sermon von mir, der das auch nochmal erklärt. Aber es ist natürlich schlecht am Anfang des Videos. Ich unterbreche und dann kommt nichts. Was macht der Vollidiot denn jetzt? Das wollte ich von vornherein umgehen. Deswegen habe ich nochmal eine Tonaufnahme hier gemacht, die ich euch jetzt zusätzlich unterlege. Alles klar. Viel Spaß im Video.
Ja, liebe Leute, ich habe jetzt noch viele Kämpfe gemacht mit der Reise vom Beskamando. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich, wie gesagt, das ist jetzt nur eine zusätzliche Ergänzung zu dem Ganzen, wo ich gesagt habe, mit welchen man das immer schaffen kann. Es gibt auch Videos, wo man weniger als das, was wirklich sinnvoll ist, mit drinnen hat. Du kannst diesen Kampf hier mit diesen schwachen Möglichkeiten abschließen. Habe ich ja bewiesen. Ich habe das im Video bewiesen. Ich habe das dann und danach habe ich noch einmal gekämpft. Aber, und das ist das Problem, du brauchst entweder Top-Mods. Erstens das. Damit du es wirklich immer schaffen kannst. Top-Mods. Oder viel Geduld. Ich habe jetzt hier insgesamt 10 Kämpfe gemacht. 3 oder 4 habe ich euch gezeigt. Einen habe ich gewonnen. Also von diesen 10 Kämpfen habe ich 2 gewonnen, 8 verloren. Und das ist mir einfach... Und ich bin eher der Typ Mensch, der sagt, man soll die Kämpfe immer gewinnen. Und daher würde ich euch einfach vorschlagen, und daher müsst ihr auch das Video sehen, was ich dann euch jetzt, wo ich das jetzt kurz unterbrochen habe und das hier mit reinzufügen, müsst ihr das Video betrachten, was jetzt dann noch weitergeführt wird. Also bitte nicht falsch verstehen, das sind 2 unterschiedliche Zeiten. Das eine Video habe ich aufgenommen schon vor vielen, vielen Wochen und Monaten. Mit einem anderen, bis auf der Unterschied, ist natürlich Beskar, der Mandalorianer, der ist höher in der Gier, der ist nämlich Stufe 11 und die anderen sind ungefähr gleich. Aber er hat den Unterschied gemacht, warum das Ganze funktioniert. Und zwar immer. Er hat den Unterschied gemacht. Und das meine ich damit. Er lieber investiert ein bisschen mehr ins Gear, dann könnt ihr auf Nummer sicher gehen, dass das immer klappt. Ansonsten nehmt ihr so wenig und das war's dann und dann ist der Drops gelutscht. Aber dass natürlich Erde hier, der Brief Karga, sinnvoll ist und ihr seht selber, hier, nicht mal das hier habe ich ihm gegeben. Die Prämie, okay, die nützt in diesem Fall jetzt natürlich nichts. Weil es gibt ja keine Prämien. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also, unter dem Zusammenhang kommt das Video, was ihr jetzt seht. Besser gesagt, das Video wird weitergeführt. So besser formuliert. Weil das ist ja nur zusammengestellt. Und kämpfen wir. Wir nehmen dieses Team natürlich. Und ihr seht, das ist der Beskamando. Aber ihr seht, die Werte und so weiter, das ist alles übernommen worden. Also. Das Ziel ist, natürlich, ihn hier runterzukriegen. Moff Gideon. Moff Gideon könnt ihr nicht besiegen, sondern das Ziel ist, dass er so weit wie möglich runterkommt. Er hat natürlich die Fähigkeit, Moff Gideon kann Truppler zu, kann sich 5 Truppler, 5 Sturmtruppler am Ende der Runde zurückrufen. Aber du musst deine Gesundheit auf 1% senken, damit du zum Gewinnen. Deswegen meine ich, du kannst ihn nicht besiegen. Und er kann sich noch 5 Sturmtruppler am Ende der Runde rufen, wenn die hier alle weg sind. Wichtig ist natürlich, dass diese 3 verschwinden. Der Todestruppler zusammen mit dem Flammtruppler. Das ist wichtig. So, also, als erstes nutzt diese Fähigkeiten und heilt sie so oft wie möglich. Ihr werdet, das Ziel hier ist, AOEs benutzen so oft wie es geht. Und daher ist das Tempo halt nun mal entscheidend. Aber wir müssen natürlich die Charaktere auch noch am Leben erhalten. Da haben wir noch diese Spezialfähigkeit. Das zählt aber jetzt in dem Fall nicht. Also wir tun das hier und setzen es auf Carol Dune. Und diese Spezialfähigkeit benutze ich auch. Und setzt es auch auf Carol Dune. Dann ist sie nämlich unverwundbar. Und kann nicht beschädigt werden. So, und jetzt hat... Schöner, zack, erledigt. Und jetzt der erste AOE. Genau. So, wieder AOE setzen. Und jetzt hier auch von Mandalorianer.
Ihr könnt es nicht sehen, aber er tankt da hinten noch. Jetzt muss ich wieder Basisangriff. So. Also, jetzt sind hier 20 von diesen Zwitschervögeln. Und das sollte eigentlich langen. Genau. So, Moff Gideon könnt ihr nicht, aber es ist wichtig, dass der Todestruppler und der Flammentruppler wegkommen. Also, schaut, dass ihr die hier erledigen könnt. Heilen, so oft wie es geht. Oh oh, also, ich muss es jetzt dazu sagen, es passiert nicht so häufig, wie das jetzt ausschaut. Aber wir brauchen Cara Dune. Das ist wichtig. Grief Karga ist jetzt nicht so notwendig. Wieder die Zwitschervögel. So. Jetzt muss ich natürlich jemanden heilen und am besten ist immer er. Best ist immer sie zu heilen, damit sie ihn so lange wie möglich aushält. So, jetzt machen wir die Zwitschervögel. Ja. Und so. Jetzt kommt. Zack. Dann wieder Aoi. Sehr gut. Jetzt könnt ihr ein bisschen bei ihm herunter. Bisschen bei ihm. Ich will jetzt ihn ein bisschen heilen. Bisschen schützen noch. Schöne AOE. Können wir ihn. Das ging jetzt schneller als gedacht. Das ging jetzt wirklich schneller als gedacht. Aber ihr seht's, und auf diese Weise funktioniert das. Ist natürlich absolut genial. Da kann man sagen, was man will. Das macht natürlich verdammt Spaß, das immer wieder zu sehen. Aber auf diese Methode klappt das. Wichtig ist dabei, immer darauf zu achten, dass ihr die AOEs so oft wie möglich einsetzt. Ich könnte das Ganze jetzt nochmal machen, aber also die AOEs, aber das machen wir natürlich jetzt nicht. Also jetzt nochmal. Wichtig ist, dass ihr die AOEs so oft wie möglich einsetzt, und zwar von allen. Er macht ja die Zwitschervögel, er macht den Massenangriff, er macht AOEs und sie macht auch AOEs. Also das funktioniert eigentlich recht gut. Heilen abwechselt immer die zwei, auch von ihm, von Mandalorianer. Heilen auf diesen beiden, immer wieder setzen, damit ihr sie nicht verliert. Aber selbst wenn ihr einen Grief Karga verliert, ist es nicht so schlimm. Cara Dune könnte zum Problem werden, ist aber auch nicht weiter schlimm. Und die Stufen, die ihr jetzt habt, langen eigentlich auch komplett. So, liebe Leute, das soll es jetzt an dieser Stelle gewesen sein. Mit dieser Methode schafft ihr dieses Event, und da bin ich fest davon überzeugt, zu 100%. Also, ich habe es jetzt, glaube ich, 15 oder 20 Mal getestet. Ich habe das sogar mehrfach auch auf Auto laufen lassen. Es klappt alles wunderbar. Und sollte dann für auch euch kein Problem darstellen. Also, liebe Leute, ich bin jetzt raus. Wenn es euch gefallen hat und auch geholfen hat, natürlich, dann Daumen oben, Abo, Glocke aktivieren. Wünsche allen einen schönen Tag, macht's gut, tschüss, servus. Möge die Macht mit euch sein und wir sehen uns dann definitiv im nächsten Video.